Oder er verschont uns im Moment noch. Willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Mit den Altbekannten. Hallo. Mit solchen Tiger, China Yolum, Ossel, wie machst du das jetzt? Mist, jetzt hab ich's verkackt. Ja. Passt. Wer hat hier den Honig mitgehen lassen? Der Honig ist nicht nachgewachsen. Was? Nicht nach, das machen die Bienen. Die sekretieren das aus. So, wann gehen wir denn jetzt was zerschießen? Ich muss erst noch Raketenwerfer anbauen und das Zeug wegbringen. Okay. Ich habe Nachbarn gefunden. Die sind so in den Wald umgezogen. Sind sogar zu fünft unterwegs mit ihren Knuppelköpfen. Holze den Wald ab. Walze den Holz. Silizium muss jetzt ja erstmal verarbeitet werden, ne? Zu Barren. Ja. Korrekt. Dann kriegt der Konstruktor jetzt eine wundervolle Aufgabe. Einer von den Kleinen. Von den Kleinen? Ja. Nee, ist ein großer hier. Naja, ich glaube, wir haben von allen genug im Moment, ne? Hier stehen zumindest 1000 Stück rum. Also ich kann auch gerne noch einen Kleinen suchen. Wollen wir denn noch einen Kleinen? Die stehen, glaube ich, immer noch alle vor der Tür, oder? Echt? Also hier stehen 4 große, glaube ich. Und dann steht ja hier auch noch ein großer. Ich habe den ganzen Baum gepflückt, bin ich Obelix? Aber gleich regt sich dann mein Hund auf. Ach, schön neblig. Okay, es schaut wirklich fast aus wie Ramrod. Hoch damit und raus mit ihm. Okay, der arbeitet noch. Ich brauche das Texturierungstool und das Färbetool. Jetzt muss die Basis dran glauben. An was? An das große fliegende Spaghetti-Monster. Ach so, wenigstens was Sinnvolles. An das glauben wir doch eh alle. Natürlich. Yep. Waffen, Munition, Loot. Wo sind denn hier die Schiffsblöcke? Dafür haben wir noch nichts Spezielles. Der Container, wo Basisblöcke draufsteht. Da kommt die Schiffsblöcke rein. Macht Sinn, ne? Ja, das macht Sinn. Also da habe ich sie zumindest reingeschmissen. Das hier... Ach, da ist ja der... Das hier brauche ich nicht mehr. Das kommt raus. Das hier so. Stahlplatten. Warum habe ich denn 1000 Stahlplatten dabei? Noch von der Loot-Tour. Das können wir die nicht sagen. So, hier sollten noch... Sag mal, das hier sind doch Steine. Wieso lassen die sich nicht abbauen? Ich würde sagen, es sind Steine, aber scheinbar du musst, nicht. Auf den richtigen Modus habe ich gemacht. Ossel, in welchem hattest du denn die Raketenwerfer gefunden? In welcher Box? Da gab's zwei. ich glaube auch da, wo die Basisblöcke sind, da liegen auch zwei drin. Also müssten meine alten zwei drin liegen. 412012, das ist Lichtgenerator. Dumm, die dummen Raketenwerfer. So, dann kriegt der China wieder viele, viele Pflanzenteile, aus denen er irgendwas basteln kann. Und in welcher Box hattest du noch welche gefunden? Die war weiter hinten. Zum ausufernden letzten Konstruktor hin, glaube ich. Lootstahl. Lootstahl? Nicht Diebstahl? Naja, im Grunde ist es ja Diebstahl, ne? Ja, aber wir nehmen es ja nur niederen Lebensformen ab. Also insofern ist das in Ordnung. Ach so. Ist das so? Raketenwerfer, aber das ist doch ein anderer Raketenwerfer. Das eins zu lang. 9. Raketenwerfer sieht aus wie so, ach, eine, funktioniert wie aber so nur ein Schubkasten. Funktioniert nur im Weltraum. Ach, dann ist das für ein Capital Vessel jetzt einer gewesen. Mir reichen ja auch 2, man muss ja nicht übertreiben. Ich glaube, mehr kriege ich doch gar nicht ran. Also ihr müsst schon übertreiben, aber... Hallo Pflanze! Wieso müssen wir übertreiben? Weiß ich nicht, nicht? Ach, du bist doch gar nicht tot! So. Der ist eigentlich so lang, das ist doch wohl... Muss ich jetzt da echt noch eines dran bauen? Wo hau ich die denn noch hin? Einfach so da vorne ran? Nee. Ihr legt ja bestimmt keinen Wert auf irgendwelche Steinbrocken, die da in der Gegend rumstehen, oder? Wer? Nicht so wirklich. Weil landschaftlich bereichern die jetzt auch nicht gerade viel. Und wenn ich an welchen vorbeikomme, dann nehme ich die auseinander. Aber mein Lieblingssteinbrocken. Ha, schon das zweite Viech für heute. Mhm.
Da haben wir genug Samen für unsere Mondbasis. Oh, oh, Raptor, Raptor. So, was braucht ihr denn eigentlich für... Da fällst du jetzt um, Babsack. Werfer 130 mm RAK. Alles klar. A one and a two and the chick a bomb a chick. Sonst Kiste. Wie bitte? Ich habe Ernie und Bert nachgemacht. Könnte ich auch noch mal eine gebrauchen. Bernie und Erd. Bernie und Erd. Munitionskiste. Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Noch eine drin. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Aus dem Gerippe kann man aber noch kein Erdöl machen oder so, ne? Das wäre doch was, aus den Knochen Kunststoff herstellen. Groß, das sieht doch gut aus. Oh ja, irgendwas in der Art. Oh, da war noch was von Frachtbox. Wie würde das denn ausziehen? Oh, eigentlich ganz schick. Die nehmen wir noch mal eben mit. Jetzt bin ich so gut wie voll, ich sollte zurückgehen. Ich brauche zwei Flügel. Wofür denn? Zum Flügeln. Zum Flattern. Was haben wir denn noch? Die Flügel. Das Spiel tut sich heute mit der Leistung mal wieder ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht warum. Ein paar Mikrolecks, aber es geht eigentlich. Demontieren. Das war bei mir echt schon mal besser. Aber ich glaube, ich muss eh mal mein Windows neu installieren. Ich glaube, da hat sich auch irgendwas total verdummbeitelt. Ah, das ist okay, das ist... Weil der Notebook läuft jetzt viel schneller nach der Neuinstallation. Das sollte... Und es ist fast alles drauf, was drauf sein muss. Das sollte so sein, wenn man das neu macht. Ja. Dann sammelt sich ja auch immer eine ganze Menge Datenmüll an. Ja, aber den... Also da bin ich mittlerweile eigentlich Weltmeister, den zu löschen. Schade, dass der... Nee, das hat er gepasst. Aber das hat nicht gepasst, weil da nichts Blaues Plasma drauf war. Wieder Konstruktor. Die Bohrgeschütze sind übrigens fertig. Ja, ja, die sind schon lange fertig. So ein mobiler Aber ich habe gehört, die Bohrgeschütze, die sollen so blödsinnig sein, nicht bei Asteroiden funktionieren. Die das steht, glaube ich, auch bei denen so drin, ja. Das ist, glaube ich, eher für die Fleischwanze gedacht. Ja, ja, für die Fleischwanze. Aber wenn du von einer Ressource alles auf dem Planeten abgebaut hast, kommen Ressourcen-Asteroiden. Von der Ressource. Nee, also die Asteroiden, die ich meinte, sind die im Orbit. Ja gut, da kommst du mit einer Hoferweise normalerweise nicht hin. Ja, ja, es gab ja auch Bohrgeschütze für Capital Vessel. Ja, bei denen frage ich mich, wozu man die überhaupt hat. Tja, weil irgendwie die wirken auf mich auch ein bisschen sinnbefreit. So, schmeißen wir den ganzen Kram mal da rein und überlassen dem China, was er draußen macht. Der macht das schon. Wo habe ich denn den vielen Mais her? Der mobile Konstruktor ist ja riesig. Hölle, wächst da draußen jetzt Mais? Ah ne, die haben was umgestellt, ne? Irgendeine Pflanze gibt jetzt Mais. Guck dir mein Schiff an, dann wirst du sehen, dass das für mich zu riesig ist. Ja, dann lasse ich den. Ich glaube, den brauche ich nicht. So, China hat gesagt, immer Schinken machen. Hm? Schinken ist lecker. Gut. Da habe ich mal zum Geburtstag von Freunden, die sind dann einfach gekommen, haben mir so einen ganzen Schinken mitgebracht. Da, alles Gute zum Geburtstag. Sehr gut. Ja, ist doch was Tolles. Ich meine, an dem, da haben mehrere Leute mehrere Monate lang dran gegessen. War aber auch unglaublich hart, das Teil. Es war mal halt wirklich ein dickes Stück. War mal ein nützliches Geschenk, würde ich sagen. Kulinarisch. Also ja. Schlecht geworden ist es ja auch nicht, solange man es im Kühlschrank hatte. Da siehst du. Und da kam es eigentlich auch nie raus, außer zum Essen. Was irgendwie Sinn macht. Außer du setzt dich in den Kühlschrank zum Essen. Ja, das würde ich am liebsten, aber da ist nicht genug Platz. Moment, weil es bei dir so schön warm ist, oder? Ja. Aloe, Aloe Vera. Das ernte ich jetzt einfach mal ab, weil man damit ja... Bandagen machen kann. Ich weiß, da liegen noch 100 auf Lager, aber 100 sind nicht genug. Es gibt nie genug. Da fällt mir auf, haben wir keine Pflanzenfasern angepflanzt? Ah, ich doch. Ah, ja, ich sehe es. Müsste rechts, wenn du reinkommst, sein. Ja, ganz hinten im Eck. Fristens ein einsames Dasein.
Unsere Gärtner. Ich wollte noch Raketenwerfer-Munition holen. Eieiei. Ich war auch eben gerade erschrocken, dass ich das noch auswendig weiß, wo die sind. Was? Und du hast ja schließlich den Garten gebaut. Ja, ich werde irgendwann eh mal alle Pflanzen abreißen und dann einigermaßen sinnvoll sortiert auf wieder neue Pflanzen. Das sieht eher nach Waffen. RBM oder was? Nee, nicht wirklich. 30 mm RAK. Und einige sind momentan ziemlich durcheinander, je nachdem wie die Samen verfügbar waren. So, wo sind da die? Da sind die Frachtblöcke. Wo ist eigentlich der mobile Konstruktor? Habe ich keinen eingebaut? Zur Not ist noch in der Frachtbox einer. Wenn ich ihn zurückgelegt habe. Ich habe einen im Inventar. Ich habe ihn zurückgelegt. So. Ich finde es toll, ihr arbeitet und ich gehe spazieren und mache sowas Ähnliches. So was Ähnliches. Wie viele Raketen eingebaut braucht man denn so? Also ich habe immer mindestens 100 dabei. Bestenfalls mehr. Oh, da fällt mir was ein. Ich brauche ja hier auch noch Munition in diesem Ding. So, und ich habe auch Stufe 22 gekriegt, also ich kann jetzt auch Lasergeschütz bauen und den neuen Schmelzofen. Vor dem soll es so unglaublich heiß sein. 5, das heißt... Den sollten wir auch draußen aufstellen, glaube ich. Am Wasser. Zur Sicherheit. 20 reicht. Ja, kann man sich in dem Spiel, kann man brennen und kann man sich löschen, wenn man brennt? So, viel Spaß. Ich weiß es nicht. Bist du schon Level 25 eigentlich? Ah nee, Level 20 ist der. 22. Freischalten. Lalalalalalala. Ach, warum geht mir dieser blöde Federico nicht mehr aus der Birne? Das weiß ich nicht. Weil das Lied wahrscheinlich so beschwingend ist. Das erhält die Arbeitsmoral. Also bei dem, der es summt, nicht bei denen, die es hören. Aber den Spot gibt's doch bestimmt gar nicht mehr, oder? Doch. Echt? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich gucke kein Fernsehen, deswegen. Ich glaube, der kommt auch im Internet. Da. Also kommt natürlich auf die Plattform an und die Videos und so. Ja, da... nutze ich zumeist den Blocker. Was ist denn das für ein schönes Tal hier? Oh, noch mehr Nachbarn, die kommen auf die Basis zu. Solche, da kriegst du gleich was zu tun. Wo? Du musst nur über den Hügel gehen und dann sind sie da. Über welchen Hügel? Wo bist du? Ja, ich bin abseits von der Basis. Und da gehen sie gerade hin. Wie viele Bohnen hat die? Was, so hier weit hin, Schwanzer? Ich bin unterwegs, warte auf mich. Ne, die kommen gleich, die siehst du gleich von der Basis aus. Du kannst mit dem Geschütz theoretisch parken. Mit dem Geschütz kriege ich keine XP. Außerdem muss ich noch schnell was essen. Okay. Du hoffst, dass die so einen Algensnack verlieren, ne? Ich will da. Geh da hin. Also die Gaudi, die will ich mir angucken, da bleibe ich in der Nähe. Zweimal. Das könnte lustig aussehen. Dreimal. Ach, da ist bist du der da im Norden? Ja, ist das der Norden? Ja, das ist der Norden. Nördlich der Basis, ja. Genau. Ich komme auf dich zu. Und sie laufen sie laufen gerade direkt auf die Basis zu. Das ist ja das R davor. Das ist doch wieder nur AP. Oder? Rapp. Ja, da sind sie. Da kommt einer. Hey, Olaf! Olaf, du schuldest mir noch Geld! Da ist Olaf. Ach komm, was soll's? Ah, das ist Vivayet. Rettet eure Arsche, ihr verdammten Grin-Knuppelknollen. Sie haben's nicht getan, selber schuld. Ah ja, ausräumen darfst du. Ach so. Verdammt, ich kann für die Fleischschwanze keinen neuen Bohrer herstellen. Warum nicht? Weil wir keine Stromspulen herstellen können. Warum? Ach, da war ja was. Da hat Pentaxid verloren. Warum haben die Viecher Pentaxid dabei? Sind das heilige Ritualkristalle bei denen oder was? Also es gibt sie auf jeden Fall unter Wasser. Ja. Das heißt, eins von den Aliens muss schwimmen können oder es geht unter wie ein Stein, pflückt das Zeug und krabbelt an Land. Auch beides, also beides sind mögliche Szenarien. Ukuruku, ich bin eine Eule. Ich dachte, du bist ein Fisch. Ich dachte, du wärst Ossen. Da
Dann, 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 ich bin Voldemort. Der Mann ohne Nase. Harry, du kannst halt doch nicht einfach fragen, warum er keine Nase hat. Ja, ja. Gandalf hat bei Harry Potter Magneto gespielt. Das ist ein Typ mit einem unglaublich dämlichen Helm. Ah, Pilze. Das sagt man nur, wenn man sie gern isst und nicht, wenn man gerade beim Arzt ist und mal in den Hals guckt. Wenn man den Pilze mögen würde? Ansonsten eigentlich nie. Hupferer, kurz. Wortfindungsstörung 3.0. Hab ein Update gekriegt heute. Ho. Ho. Ho? Wieso ho? Nein, ha. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho. To the funny farm, where life is beautiful all the time. Und wem war das jetzt gleich wieder? Napoleon der 14. oder so, ne? Irgendeine Band hat das auch. Ja, die haben das, wenn dann irgendwas schief geht auf der Bühne, da läuft das ab und zu. Wer war das jetzt? Tja. Toy Dolls? I don't know. War das die Toy Dolls? Vielleicht ist das so ein Insider unter Tontechnikern oder so. Nee, es gibt sogar ein Lied auf CD von solchen Aussprachen. Ernsthaft. Ah, das ist toll. Solche, wie findest du deinen Namen eigentlich besser auf Spanisch? El Epidemia oder El Peste? El Peste ist doof, das hört sich an wie was zum Essen. Ah, El Pasta. El Pesto. Pasta mit Pesto. Auf Amerikanisch heiße ich ja der Epidemic Marine. Ah. Hintergrundfarbe hat schon funktioniert. Solange du nicht der Warped Marine bist, weil dann bist du ja. Nee. Dann bist du ja ein Diener des Chaos. Bin ich als solchen Marine auch. Okay, ja dann, ich hab nichts gesagt. Papa Nörgel und so weiter und so fort, ne? Oder weil der keinen Strom hat wahrscheinlich. Ach, welch schöne Wiese. Das ist mal eine Abwechslung zu den, staubigen Grotten da unten. Was rein? Hier. Wieder aussteigen. Beep, boop, beep. Gollum, erschreck mich nicht so mit der Beleuchtung. Entschuldigung, ich hab gedacht, ich hab hier 4 Scheinwerfer gefunden und gedacht, cool, Licht. Wir müssen dann mal testen, ob der Bug jetzt hier reinpasst oder nicht. Was? Computercrash? Was ist da los? Du meinst doch bestimmt die Fleischwanze. Nee, ich meinte den Ossel. Der Ossel hat gerade im Chat geschrieben, der Computer ist gecrushed. Mhm. Die gute Technik. Immer diese tolle Technik. Müsste ich ja von außen. Aber kann man die nicht noch größer? Ja, das geht. Ich würde bei der LED gerne das zweizeilig schreiben können. Oder zentrieren. Das geht nicht, oder? Nö, dürfte glaube ich nicht. Achso, man könnte jetzt sitzt mit... da gerade drin? Wo? Ach ja, okay. Ja, ich bin irgendwie hänge ich aber gerade. Hänge ich gerade eben fest. Das war sehr interessant. Der leuchtet aber gut jetzt. Das ist schön. Nö, passt irgendwie nicht, gell? Das ist doch... Sauerstoff muss mal wieder rein. Boah. Nö, passt leider nicht. Frachtbox. Wieso hat er nur eine Frachtbox? Ich habe doch noch mindestens eine eingebaut. Oder hatte ich vorher keine Frachtbox drin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte schon sein. Ach, da unten. Ungruppiert. Ah, ja, okay. Gruppiere ich dich hoch? Das Booster-System in dem Fall nicht. B.
Burgmotto. Mal gucken. Also gut, dann passt ihr schon mal nicht, zwar nicht rein, aber wir haben ein großes Raumschiff dabei. Treibstofftank. Munitionskiste. Hoffentlich ist ihm nicht die Küste komplett abgeraucht. Wäre gut. Wäre super. Wie komme ich hier wieder? Vielleicht über den Weg. Huch, das ist der Flügel im Weg. Interessant aus. Was sieht interessant aus? Die Textur. Die ist cool. Welche Textur ist das? Bei Chinas Raumschiff. Keine Ahnung, welche du jetzt meinst von ihnen. Na, die mit den Streifen. Das müsste. Die ich drin habe. Oder meinst du jetzt die außen auf dem Schwarzen? Außen auf dem Schwarzen. Wenn du das Texturierungsteil nimmst und auf Symbole gehst und oben rechts auf Seite 4. Ah. Cool. Drehen tut man sie mit mehrmals anwenden. Okay, cool. Das ist ja mal interessant zu wissen. Ach, da gibt es ja noch mehr. Das sind jetzt neu dazugekommen, die Sachen, oder? Nö, die sind schon eine Weile dabei. Okay, dann bin ich nie auf Seite 4 gekommen. Aber wie oft geht man da schon durch? Ja, das stimmt. Man kann auch nicht auf alles die entsprechenden Texturen anwenden. Nee, das ist das große Problem. Hallo, ja, da ist der Jodomo, der Hause wieder. Hi. So. Geht's deinem Computer und dir noch gut? Ja, ich glaube, ich kann auch alles retten. Sieht zumindest gut aus. Okay. Also keine kaputte Aufnahme. Jetzt, wo du da bist, können wir die Aufnahme ja auch stoppen. Ja, sehr gut. Ich bin gleich wieder drin. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal ist Ossel dann die ganze Zeit mit dabei, hoffentlich.